zu dem großen, aber wenig beachteten Thema hormonaktive Stoffe, auch endokrine Substanzen genannt, habe ich ja schon einige Videos gemacht. Aber der Einfluss auf deine Testosteronwerte und damit deine Libido, deine Zeugungskraft und auch deine Stehkraft, der ist nach wie vor vollends unterschätzt. Wo und in welchen Stoffen bzw. verarbeiteten Lebensmitteln du diese Umwelthormone vorfindest, das lässt sich recht leicht im Netz herausfinden. Und ja, jeder Mann, der Stehkraft und gesunde Testowerte haben will bzw. behalten will, der kann und sollte hier unbedingt selbst entsprechende Recherchen anstellen. Der dritte Weg, um deinem Stehvermögen ordentlich Schaden zuzufügen, ist es, immer größere Mengen an Zucker zu konsumieren. Das ist wie angedeutet ohnehin schon ein riesiges Problem, da unsere Ernährung gerammelt voll mit Industriezucker ist. Und zwar besonders dort, wo es die meisten eben kaum vermuten würden. Ich rede hier von Fertignahrung aus dem Supermarkt, genauso von verarbeiteten Wurstwaren und nicht zuletzt auch von Limonaden inklusive Bier, Wein und Energydrinks. Die Blutzuckerwerte sind im Prinzip bei fast allen zu hoch und laut dieser Statistik hier wird Diabetes sogar zu 30% für Erektionsstörungen verantwortlich gemacht. Erhöhte Blutzuckerwerte schädigen nämlich zum einen die Blutgefäße und damit die Durchblutung. Und zum Zweiten geht eine falsch behandelte oder nicht erkannte Blutzuckererkrankung mit dem Verlust an Nervenfasern einher. Und wer glaubt, mit blutzuckersenkenden Medikamenten das Problem lösen zu können, der irrt sich. Nicht selten erreicht er dabei nämlich genau das Gegenteil und eine Verschlimmerung des Problems. Das vierte Problem, das den meisten Männern nicht so wirklich bewusst oder bekannt ist, sind sitzende Tätigkeiten oder allgemein ein sitzender Lebenswandel. Das ist ja ganz klar auch ein Zeitgeistproblem hier, denn immer mehr Männer arbeiten im Dienstleistungssektor und immer weniger gehen einer physischen Arbeit in ihrem Beruf nach. Man könnte auch sagen, durch Digitalisierung, durch Bequemlichkeit und durch die Knopfdruckmentalität geht es mit den Testosteronwerten und dem Stehvermögen zwangsläufig bergab. Natürlich steht all das in direktem Zusammenhang mit Übergewicht, mit Arterienverkalkung und damit zu wenig Blutzirkulation, was logischerweise seinen Tribut zollen muss. Sitzende Tätigkeiten sind nicht gut für den Körper. Du brauchst zumindest einen Ausgleich in Form einer anspruchsvollen Fitnessroutine, die fest in deinem Alltag integriert ist. Das ist absolut das Mindeste. Was auch gut ist, ist zusätzlich noch Beckenbodentraining für deinen PC-Muskel. Auch das ist ja mittlerweile in der konventionellen Medizin angekommen und anerkannt.